Nun, das macht eigentlich irgendwie Sinn. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Und heute präsentieren wir unsere Auswahl für die Top 10 Mythen mit überraschend logischen Ursprüngen. Für diese Liste betrachten wir einige der mythologischen Wesen und Ideen, die ihre Gründe haben, warum Menschen anfingen, an sie zu glauben. Nummer 10. Einhörner. Am I truly the last? Während es uns nicht überraschen würde, wenn jemand aus Spaß ein Horn auf das Gesicht eines Pferdes stecken würde, Sprung des Einhornmythos nicht ganz so lustig oder unkompliziert. Es gibt mehrere wahrscheinliche Erklärungen und die Wahrheit könnte eine von ihnen oder eine Kombination von ihnen sein. Erstens könnten Einhörner einfach eine Übertreibung oder Fehlinterpretation von Beschreibungen sein, die Europäer von Nashörnern aus Indien oder Afrika erhalten haben. Oder sogar vom ausgestorbenen sibirischen Nashorn, das auch als sibirisches Einhorn bezeichnet wurde. Ein weiteres häufiges Tier, das mit dem Einhornmythos in Verbindung gebracht wird, ist der Einhornwal, dessen Hörner oft als Beweis für ihre angebliche Existenz verwendet wurden. Nummer 9. Riesen. Wir riechen das Blut einer Übertreibung. In der Mythologie sind Riesen meist massiv überdimensionale Menschen, die typischerweise als eine eigene, oft aggressive Kultur dargestellt werden. Wie ihre inversen fiktiven Pendants, die Zwerge, verdanken die Riesen ihre Ursprünge jedoch der realen medizinischen Situation. Gigantismus ist eine reale Sache, die Menschen betrifft, die mehr als durchschnittliche Wachstumshormone produzieren, was zu Höhen von 2,36 Meter und anderen größeren als typischen Körperbedingungen führt. Es ist leicht zu denken, wie früher Leute die Proportionen aufgebläht haben, als sie solche Menschen sahen. Nummer 8. Zyklopen. And this is Bob Fennison, our director. Hi, Steven. Das ist ein seltsamer Fall. Zyklopen sind große, oft gigantische Fabelwesen mit einem einzig großen Auge. Ihre Legende stammt aus dem antiken Griechenland. Aber diese Kultur hat die Idee vielleicht von noch etwas früherem bekommen. Es wird angenommen, dass die alten Griechen versteinerte Überreste von Mammuts, Mastodonten und anderen ausgestorbenen Elefantenarten gefunden haben. Diese Tiere hatten menschenähnliche Knochen und ihre großen Schädel hatten einen einzigen offenen Raum an der Vorderseite, aus dem ihre Rüssel kam, was den Eindruck einer riesigen, einzigartigen Augenhöhle erweckte. Schaut euch einen stoßfreien Mammutschädel an und ein Zyklop ist nicht schwer zu sehen. Nummer 7. Verfluchte Mumien. Trotz der antiken Herkunft der Mumien und zahlreicher Warnungen vor Grabräubern, die in ihre Gräber eingeschrieben sind, ist das Konzept der Flüche, die von ägyptischen Mumien erwartet werden, historisch gesehen ein relativ junges Konzept. Im 19. Jahrhundert entstanden eine Reihe von fiktiven Werken, die über Wiederbelebung von Mumien durch sowohl Wissenschaft als auch Magie sprechen. Flüche und Unglücke, die mit dem Betreten von Mumiengräbern verbunden waren, blieben während der gleichen Zeit bestehen. Diese erreichten aber neue Höhen, nachdem ein Muster des plötzlichen Todes bei denen beobachtet wurde, die das Grab von König Tutanchamun störten. Oh, I hate mummies. Nummer 6. Hexen. Come to me, you see boy? Hexen sind weit entfernt von den übernatürlichen Wesen, wie sie in Folklore und Fiktion dargestellt werden. Schnatternde weibliche Zauberer, die zu Besenstöcken neigen und teuflische Tränke in Kesseln rühren. Viele Frauen wurden im Laufe der Geschichte der Hexerei beschuldigt und oft auf schreckliche Weise hingerichtet, von der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen bis zum Ertrinken. What makes you think she's a witch? Well, she turned me into a newt. A newt. Die meisten der Angeklagten praktizierten jedoch einfach eine Form der Kräutermedizin oder Wissenschaft oder zeigten heidnische Ansichten. Andere waren keine Hexen, sondern Frauen, die gegen Männer oder die Kirche rebellierten. Sie führten die Machthaber dazu, Anschuldigungen wegen Hexerei zu erheben und sie dann zu töten. Nummer 5. Drachen. Beflügelt oder nicht, große Schlangen oder eidechsenartige Kreaturen sind in Mythologien auf der ganzen Welt zu finden. Drachen haben in vielen Menschen und Kulturen Angst und Fantasie erweckt. Aber warum und wie? Die Erklärung liegt in der realen Welt der Reptilien. Drachen sind wahrscheinlich eine Übertreibung oder ein Ausdruck der Angst der Menschheit vor großen Reptilien wie Krokodilen oder Schlangen. Alternativ könnten sie eine Fehlinterpretation von versteinerten Knochen von Dinosauriern oder anderen prähistorischen Reptilien wie Tetosauriern sein. Die menschliche Fantasie ist dafür bekannt, dass sie bei der geringsten Suggestion wild wird und die Knochen von längst toten Kreaturen schicken sie eindeutig in den Punky-Modus. Nummer 4. Werwölfe. Werwölfe
Werwölfe sind Menschen, die sich bei Vollmond in Wölfe oder wolfähnliche Kreaturen verwandeln. Wie seltsam das auch klingen mag, die Inspiration für Werwölfe kommt von einem echten medizinischen Zustand. Menschen mit Hypertrichose bekommen Haare an Stellen, die die meisten Menschen nicht haben, auch an ihren Gesichtern. Wenn sie nicht zu Nebenvorstellungen in Zirkussen degradiert wurden, gingen die Betroffenen oft nur nachts aus, um neugierige Blicke oder Verfolgungen zu vermeiden. Hey, 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 don't swear. Sorry, they we're werewolves. Not swear. What are we? Werewolves. Dies kombiniert mit dem Glauben, dass Wölfe den Mond anheulen, erklärt wahrscheinlich, wie Werwölfe mit der Mondphase in Verbindung gebracht wurden. I thought you messy beasts didn't do this until there was a full moon. This guy, he just pictures the moon. He's got a great imagination. Nummer 3. Dämonen. Dämonen sind eine Vielzahl von mythologischen Wesen, die normalerweise mit dem Bösen und oder der Unterwelt in Verbindung gebracht werden. Vor allem in westlichen Gesellschaften werden sie beschrieben, in der Lage zu sein, Menschen zu besitzen, die seltsame oder böse Handlungen begehen. Strike Terror Lord into the Beast. In Wirklichkeit war das den Dämonen zugeschriebene Verhalten fast immer eine Art psychische oder physische Krankheit, die noch nicht verstanden wurde. Auch heute noch praktizieren einige Religionen Exorzismen und andere Reinigungsrituale, anstatt den Betroffenen die medizinische Hilfe zu bringen, die sie brauchen. Dear God! The good news is that Alan the Homeopath is on his way. Wenn man sich mit seltsamem Verhalten konfrontiert sieht, dann kommt die Logik erst später. Nummer 2. Meerjungfrauen. Wasserwesen, vor allem weibliche Wesen, die meist mit Fischschwanz und menschlichen Körpern dargestellt werden, wird nachgesagt, dass Meerjungfrauen Seeleute in den Tod locken oder ganze Unterwassergesellschaften bewohnen. Der Mythos, der zu diesen fantastischen Unterwasserattraktionen geführt hat, lässt sich im Allgemeinen leicht erklären, indem Seeleute Fische oder Wassersäugetiere wie Delfine oder Seekühe mit einer weiblichen Form verwechseln, da anspruchsvolle Formen durch Wasser zu sehen eher schwierig ist. Wir schätzen, dass das Kabinenfieber und auch die schlechte Ernährung ihren Wahrnehmungskräften nicht gerade geholfen hat. Diese Argumentation ist auch eine gute Erklärung für andere mythische Monster im Wasser, wie zum Beispiel Seeschlangen. Oh, you speak fish? What? Noch nicht ganz am Ende, aber fast geschafft. Abonniert einfach unseren Kanal und klickt auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Nummer 1. Vampire. They say I turned a baby into a vampire and left it in the Bronx. Who would do such a thing? Untote Kreaturen, die in Särgen schlafen, lichtempfindlich sind und sich vom Blut der Lebenden ernähren, um zu überleben. Vampire faszinieren und erschrecken seit Jahrhunderten Menschen. Trotz ihrer fantastischen Kräfte und Fähigkeiten haben Vampire jedoch überraschend bodenständige Ursprünge. Das Verhalten der Nachtwandler ist wahrscheinlich durch die Kombination von Geschichten über frühzeitige Bestattungen und Tollwutausbrüche, die die Menschen dazu brachten, sich in Rage gegenseitig zu beißen. She's right there! Oh, right, I didn't see you. She should be in a bloody cage. Laszlo! Tollwut wurde auch mit Lichtempfindlichkeit und blutigem Schaum vor dem Mund in Verbindung gebracht. Am wichtigsten ist jedoch, dass der Vampirismus wahrscheinlich auf ein mangelndes Verständnis der menschlichen Zersetzung in vergangenen Gesellschaften zurückzuführen ist. Nämlich auf die Art und Weise, wie Nägel und Zähne, wie bei Nosferatu, immer prominenter werden. Because I know that you turned me into a vampire. Maybe don't do that to him. He's a... Vegetarian. Stimmt ihr unserer Auswahl zu? Seht euch diese anderen Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden.